war schon spaßig, aber auch manchmal auch irgendwie komisch, weil sonst hat man sich nie damit so richtig befasst. Wir tun und möchten etwas dafür tun, dass die Umwelt halt besser wird. Stell dir vor, jeder Mensch auf der Welt will so denken wie du, dann wird sich viel ändern. Klimamacher ist ein Projekt der Stiftung Mercator, an dem 14 Förderhaupt- und Gesamtschulen aus dem Ruhrgebiet teilgenommen haben. Die Schulen haben sich mit ihrer eigenen Klimaprojektidee beworben. Sie hatten das Ziel, in der Zusammenarbeit, aber auch im Austausch untereinander, diese so weiterzuentwickeln, dass die Auseinandersetzung mit Klimathemen in ihrem Unterricht letztendlich schülernah, motivierend, aber auch bildungswirksam ist. Wir bewerben uns hier in der Schule immer wieder bei Umweltwettbewerben und haben dann die Klimamacher der Mercator-Stiftung gefunden, fanden das ganz ansprechend und haben überlegt, wie können wir jetzt hier in der Schule ein weiteres Projekt oder eine neue Projektgruppe gründen. Wir haben aber auch ein ganz langfristiges Ziel, nämlich dass die Projekte, die in den letzten anderthalb Jahren an den Schulen angestoßen wurden und im Moment laufen, dass die nachhaltig in den Schulalltag integriert werden, dass sie aufgenommen werden in den Unterricht oder in das Schulleben und so, dass Strukturen geschaffen werden, wo auch in den nächsten Jahren die Jugendlichen und auch die Lehrer etwas verändern können. Am Anfang des Projektes stand das Bildungscamp. Da konnten sich die Lehrkräfte, die Schüler, aber auch die außerschulischen Partner in zahlreichen Workshops sich zu Themen oder Aspekten des Klimawandels und der Klimaarbeit informieren, fortbilden, aber vor allen Dingen auch vernetzen. Bei dem Bildungscamp waren wir auch dabei. Da waren die Schüler gerade in der 6. Klasse und waren eigentlich die Kleinsten. Das war ganz positiv, weil die mehr oder weniger sich bei den anderen Älteren abgeguckt haben, womit die sich da alle befasst haben, und kamen dann hinterher hier wieder und hatten in verschiedenen Arbeitsgruppen mitgearbeitet und waren ganz angetan und ganz, ja, irgendwie voll Ehrfurcht gegenüber dem, was die Älteren da so alles machen. Ja, das hat sich sehr motivierend ausgewirkt. Während der Projektarbeit haben sich die Lehrkräfte in regelmäßigen Abständen in strategischen Workshops getroffen, um die eigenen Klimaprojektideen gemeinsam weiterzuentwickeln. Ich war absolut überrascht mit dem Workcamp. Das hat diese Planungstreffen mit den Kollegen, dieser Austausch, also das hat uns hier sehr viel weitergebracht. Es gab auch Exkursionen im Projekt. Da konnten die Lehrkräfte zum einen außerschulische Lernorte kennenlernen, zum anderen konnten die Lehrkräfte sich aber auch vor Ort mit Experten zu aktuellen Entwicklungen austauschen und dadurch weiterbilden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil im Klimamacher-Projekt war der Klimaaktionstag Fleischart frei. Hier haben ca. 12.500 Lehrer, Schüler, außerschulische Partner und auch die Stiftung Mercator daran teilgenommen. Und die Klimateams in den Schulen haben diesen Tag genutzt, um zum einen die Schulgemeinschaft über die eigene Klimaarbeit zu informieren, aber diese auch für die Klimaproblematik zu sensibilisieren. Und da wurde gekocht, da wurde gebastelt, da wurde gebaut, da wurden Plakate entworfen, eben unterschiedliche Wege genutzt, um die Schulgemeinschaft an diese Problematik heranzuführen. Ihr seht hier die Wimpelkette, die ist von allen Schülerinnen und Schülern der Wilhelm-Reich-Schule gestaltet worden. Und ich finde das wunderbar, wie das aufgegriffen wurde, wie das Thema, was hat denn mein Essen mit dem Klima zu tun, hier verarbeitet wurde. Da habe ich mir schon Gedanken gemacht, boah, das ist ja krass, also da gehen über 70% oder so des Regenwaldes nur für Tiernahrung drauf. Wir haben unsere Ideen zusammengesammelt und haben einen Rap draus gemacht. Wenn ich sage Klima, sagt ihr Klima, 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 Klima. Es ist ja oft das Problem, dass die Umweltverschmutzung an sich passiert und sehr stark durch Jugendliche provoziert wird, obwohl die das überhaupt gar nicht wissen. Darum lassen alle, wir das Klima, Klima singen. Was die Schüler hier gesungen haben, ist das Ergebnis von einem Jahr Arbeit in diesem Projekt Klimamacher. Der Refrain heißt, dann sparst du CO2 und fühlst dich gut dabei. Und es sind einige Schüler in der Klasse, die das auch sehr wach verfolgen. Wo sind irgendwelche Ansatzpunkte bei irgendwelchen Fragestellungen, die damit zusammenhängen? Ich glaube, es ist wichtig, das tatsächlich zu implementieren im Schulgeschehen. Also das so regelmäßig zu wiederholen und das Thema auch im Unterricht jetzt nach der Aktion immer wieder aufzugreifen. Das ist schon, wenn man das sehr
eindringlich und mit solchen Aktionen dann noch so richtig untermauert, ich glaube, dann bleibt doch sehr viel hängen. Meine Schülergruppe hat die Mitschüler derart sensibilisiert, dass ich wirklich pünktlich am Montagmittag Aufzeichnungen liegen habe, wie warm es in der Klasse war, wie lange gelüftet wurde. Also es ist derart eingeschliffen, das haben die selbst nach den Sommerferien nicht vergessen. Ich freue mich auf jede neue Schülergeneration, die das dann wieder miterleben kann. Ich glaube, wenn sich jemand sehr eindrucksvoll mit einem Thema auseinandersetzt, dass das ein Thema ist, was ihn so schnell nicht wieder loslässt. Und die verschiedenen Projekte an den Schulen haben ja auch immer Bezüge zum eigenen Leben gesucht, sodass ich schon glaube, dass die Jugendlichen auch über die Projektlaufzeit und das eigentliche Projekt hinaus für dieses Thema jetzt sensibilisiert sind, immer wieder auf dieses Thema stoßen und auch immer wieder die eigenen Handlungsmöglichkeiten suchen werden, wie sie an diesem gesellschaftlichen Problem und an dessen Lösung mitarbeiten können.